Hallo meine Zuschauer zu einer neuen Folge von Lost Ark. So, wir werden uns jetzt hier mal zum Schwertgrab gehen. Okay, jetzt werden wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Geht's. Sprich mit Tar. Ich spüre immer noch dunkle Energie unter. Ich besiegte alle Nekromanten, die ich im Hochland fand. Nichts hat sich geändert. Ist es unmöglich, meine Truppen zu retten? Ich bringe die Nachricht von. Du bist Hokan Truba begegnet? Großartig. Die Nekromantensteine. Wenn das wahr ist. Danke, wir können jetzt schneller machen. Ich werde Ternak zu Hokan Truba bringen. Solltest du noch mehr Nekromantensteine sehen, zerstöre sie bitte. Lass diese armen Seelen ihren verdienten Frieden finden. Klar. Siegelbehindernde Nekromantensteine wie siegelkontrollierte Ritter. Alles klar, hauen wir sie alle kaputt. Menschheitskind war der hartnäckigste. Mann, die können aber gut einstecken, die Futzes. So, besiege Centurio, Speer, Magier. Wo sind die Eierfälle denn? Ach, wieder zurück muss ich. Na, okay, gut. Laufen wir zurück. Wir sind ja gut zu Fuß. Wir sind dann noch jung. So, warte mal. Jetzt kommen die auch noch andere. Yeah.
Ach, Kacke. Ach, jetzt kommen die ja schon wieder. Also Respawn-Zeiten sind teilweise echt kurz. Also. Du hast die Nekromantensteine zerstört. Sehr gut. Doch solange das Herz der Nekromantie besteht, können die Geister der Ritter nicht befreit werden. Sigmund muss Nevegals Geist für das Herz benutzt haben. Sprich mit den Rittern, sie können es dir sagen. Mir fällt es schwer, einen klaren Verstand zu bewahren. Was bedeutet, dass das Herz stärker wird? Er muss um jeden Preis aufgehalten werden. Viel Erfolg. Sagt dem Kommandanten bitte nichts. Aber es stimmt, dass Ternak und die anderen Ritter von Sigmunds Nekromantie wiederbelebt wurden. Doch der Kommandant. Für ihn ist das anders. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber ich spüre eine andere Energie an ihm, wenn auch nur schwach. Behalte das bitte noch für dich. Ich hörte Navigals Stimme. Ich konnte nicht widerstehen. Er sagte, ich solle Tal hassen. Okay. Je näher wir kommen, desto stärker wird diese üble Energie. Ich bezweifle, dass ich der Energie noch länger widerstehen kann. Sollten wir uns noch weiter nähern. Ich kann mir kaum vorstellen, wie viel Leid Nevgal ertragen muss. Bitte rette ihn. Ich muss mich beeilen. Komm mit. Ich werde Nevgal und dem Rest meiner Truppe den verdienten Frieden bringen, koste es, was es wolle. Okay, dann wollen wir mal. Okay, so, wo genau sind wir denn jetzt? Hier. Sind es schon 100 Jahre? Für mich ist alles so klar, als wäre es gestern gewesen. Die Schreie der Soldaten. Das Gebrüll der Dämonenbestie. Trotz der hoffnungslosen Lage vertraute mir Nevgal und kämpfte bis zum Schluss. Ich kann ihm nicht mal im Tod Frieden gewähren. Let's go.
natürlich alle auch auf ihn ein. Ich möchte jetzt hier diese Fähigkeit hier nur ungern einsetzen, da ich ja von diesen Chaos Dein hier Chaos Scherbe nur 30 Stück habe und ich weiß nicht, ob ich da noch mehr bekomme, und ich möchte ganz ehrlich gesagt die jetzt so nicht einsetzen, weil ich nicht weiß. Na, egal. So, warte mal. So, ich habe jetzt noch keine Ahnung. Ja, jetzt laufen wir hier alle hier hinterher. So, sind hier noch mehr? Yep.
Bist du es? Sirta, welch bittersüßes Wiedersehen. Anscheinend kann mein Wille die böse Energie nicht überwinden. Der Drahtzieher hinter all dem, Sigmund, befindet sich im Balanka-Gebirge. Wir haben in unseren alten Leben wohl noch ein paar Rechnungen offen. Ich weiß. Dieses Mal werden wir es zu Ende bringen. Ich wünschte, ich könnte euch bei diesem Abenteuer begleiten, Sirta. Na, egal. Ich bereue nichts. Es war eine Ehre, an eurer Seite gekämpft zu haben. Also dann, auf zum Balanka-Gebirge. Gut. Tarnak. Was ist mit ihm? Verstehe. Navigal ist mit allen anderen verschwunden. Merkwürdig. Warum bin ich noch hier? Nun, unsere Mission im Hochland ist abgeschlossen. Kehren wir zurück zur Gilde. Warum verschwinde ich nicht? Tja, das ist eine gute Frage. So. So, jetzt muss ich... Abenteuer-Gilde. Keine Ahnung, warum der nicht verschwindet. Was die andere Energie, wovon der eine Geister gesprochen hat. Hast du diese Person gesehen? Bring es dieses Mal einfach mit. Grünschnabel! Du hast dich mit den Geistern angelegt. Wie lief's? Warte, wenn man's genau nimmt, waren sie ja schon tot. Haha. Wie dem auch sei, dank dir können die Skymist-Händler endlich wieder aufatmen. Und nun, da wir den Triporter haben, werden wir viel besser klarkommen. Na dann? Wer hätte gedacht, dass unser Grünschnabel mal ein großer Veteran sein würde? Ich gebe ja zu, als ich dich das erste Mal gesehen hatte, gefiel mir der Ausdruck in deinen Augen nicht. Aber mittlerweile bist du ein nützliches Gildemitglied geworden. Ich wette, dass sogar dein Freund etwas Dreck auf seine glitzernde Blechrüstung bekommen hat, was? In Ordnung. Ich erhöhe deinen Rang, wie ich es dir versprochen habe. Geh zu Velua. Sie gibt dir einen Zutrittspass für Balanka. Jetzt kannst du nach Balanka aufbrechen und dir diese Dämonenbestie vorknüpfen. Das wird kein Zuckerschlecken. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay. Endlich reisen wir nach Balanka. Es gibt da etwas, über das ich mit dir reden muss. Auf unseren Schultern tragen wir nicht nur die Gebete der Überlebenden, sondern auch die Hoffnung der Gestorbenen. Ich bin bereits einmal gestorben, als ich Sigmund besiegt habe. Ich fürchte den Tod nicht. Ich möchte dir nur sagen, wie dankbar ich bin, dich an meiner Seite zu wissen. Das ist alles. Und jetzt auf nach Balanka. Okay, okay. So, warte mal. Pana, Hafen, Krona. Okay, warte mal. Qualifikation für den Balanka-Zutritt. Oh, gut. Kann ich das für eine Gildenmarke haben?
Wirst du es verkaufen? Auf keinen Fall. Ich bin fast gestorben. Es ist wirklich kein Wunder, dass alle über dich reden. Du hast all diese Marken gesammelt. Und das in so kurzer Zeit. Um dir zu deinem Rangaufstieg zu gratulieren, möchte ich dir noch eine nützliche Information geben. Im Verenischen Wald ist ein Monster namens Gorgo aufgetaucht. Und es heißt, die Waldläufer suchen nach seinem Nest. Es befindet sich irgendwo im nördlichen Teil des Verenischen Walds. Du musst die Gorgo bezwingen, um den Frieden und die Sicherheit des Dorfes zu bewahren. Hier hast du eine Einreisegenehmigung für das Balancar-Gebirge. Viel Glück. Okay. Sprich mit der Wache auf die Straße bewacht. Balancar-Gebirge. Gut, dann wollen wir mal. Gehst ins Balancar-Gebirge? Da gibt es Kreaturen, die... ich will nicht drüber reden. Oh, bevor ich es vergesse. Hier sind Vorräte von der Gilde. Sie bestanden darauf, dass du welche mitnimmst. Okay. Ins Balancar-Gebirge. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.